Jetzt kommt der spaßige Teil des Abends für mich. Ich improvisiere jetzt so ein bisschen. Ich lasse mich verzaubern. Weil du hast vorhin von Uri Geller und Kadabra gesprochen. Ja, du hast eine Gabel dabei. Ich habe zufällig Besteck dabei. Ja. Lass mal gucken. Es ist zwar von mir mitgebracht, aber es ist eine normale Gabel. Die ist nicht irgendwie aus Gummi oder Plastik. Okay, darf ich mal so? Ja, mit Metallgabel. Kannst auch mal den Tisch klopfen, die geht nicht kaputt. Genau. Okay. Ja, ist eine Gabel. Und damit wir alles fair machen und ich nichts mehr austauschen kann und wir von Anfang bis Ende wissen, es ist exakt deine Gabel, darfst du mal hier den Kopf der Gabel signieren. Einfach hier. Darf ich die dabei anfassen? Ja. Oder? Weil ich habe so meine Probleme hier. Genau, einmal hier. Ich zeige sie einmal rein. Ja. Ich weiß, man sieht sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich habe hier drauf unterschrieben. Könntest du auch noch einmal hier, ganz kurz. Ich zeige noch einmal, ich gebe dir den Schritt. Ich bin sofort wieder hier. Einmal die Kamera. Genau, bleib doch gleich in der Ansicht, dreh die Gabel um, ja, okay. Und signier den Hals der Gabel auch nochmal. Den Hals? Die Rückseite, also hier. Dass okay. Wir direkt von beiden Seiten sehen, es ist exakt deine Gabel. Okay, das ist meine Gabel jetzt. Darf ich die behalten? Darfst du am Ende behalten. Geil. Die hänge ich mir neben die Pokémon-Spiele. Also, ist auf beiden Seiten unterschrieben. Ja, ich nehme meinen Stift ab, bevor du die Fingerchen anmachst. Ja. Weil das geht nie wieder ab. Das ist ein magischer Stift. Und du hast ja das Thema vorhin angesprochen, Next Uri Geller und Uri Geller im Allgemeinen. Wir können mal gucken. Weil ich mache hier einmal dich wieder groß. Ich ziehe auch meine Uhr aus, weil ganz, ganz oft vermuten Leute, dass ich irgendeine krasse App auf meiner Apple Watch habe, die dann mir ermöglicht, das zu tun, was gleich passiert. So, jetzt ganz kurz, wenn ich dich jetzt nochmal so ein bisschen belabern darf. Ja. Magie ist ja im ersten Moment Illusion, Ablenkung, oder? Fühlst du dich gerade abgelenkt? Ja, ich lenke mich gerade selber ab. Ich mache da noch nichts. Nee, aber das ist jetzt, weil da habe ich mir so im Vorfeld Gedanken drüber gemacht. Kommt das so durch eine Kamera, kommt das an bei den Leuten? Weil, ich hoffe. Okay, wir lassen uns überraschen. Ich habe mir extra was ausgesucht, was eben visuell ist. Okay. Okay, ich lasse mich nicht ablenken. Genau, ich weiß nicht, könnt ihr zoomen? Nee, ne? Nicht groß. Wir können es hier in die Kamera, unter die Kamera. Also ich komme mal ein bisschen näher. Ich gehe mal hier so ein bisschen in die Knie und du kannst auch von hinten gucken. Das heißt, wenn ich ganz, ganz vorsichtig reibe, dann sieht man vielleicht, wie... Langsam geht es hier hoch, oder? Wie der Hals der Gabel ganz, ganz langsam hochgeht. Ich weiß nicht, vielleicht kann die Regie mal mitteilen, ob man das so gut erkennt. Ja, wunderbar. man sieht es, glaube ich, ein kleines bisschen. Achtung, dann können wir ein bisschen näher von hier nach da. Achtung. Ungefähr 90 Grad. Und ist immer noch wirklich mit deiner Unterschrift. Und hier hinten natürlich auch. Und das ist wirklich eine massive Gabel. Abgefahren. Genau. Wenn man jetzt ein bisschen Kraft nimmt und die Gabel wieder gerade biegt, dann siehst du ja hier deine Signatur. Und ich gehe mal wieder Richtung Kamera. Und vielleicht kann man das so sehen. Crazy shit. Sie bewegt sich. Genau, und wie dir jetzt vielleicht auffällt, du hast vorhin ja auf zwei verschiedenen Seiten unterschrieben, richtig? Ja, tatsächlich. Was jetzt hier passiert ist, der Kopf der Gabel einmal 180 Grad gedreht. Wir zeigen es einmal hier. Warte, ich darf einmal? Genau, ja, klar. Hier, also wie gesagt, ihr habt es gesehen vorhin auf zwei Seiten jetzt. Vielleicht versuchst du mal, den Kopf der Gabel wieder richtig rumzudrehen. Boah. Alter. Ja, ich war lange nicht mehr im Fitnessstudio. Corona und so. Wir probieren nochmal einen Schritt weiter. Vielleicht kannst du wieder auf die Frontkamera gehen. Machst du? Okay. Ja, wenn wir es ein bisschen schütteln, du sagst irgendwo halt. Du sagst irgendwo halt. Wann immer du möchtest. Halt? Okay. Jetzt sieht man ja, was da passiert ist. Okay. Kannst du nochmal hier? Wir zeigen es nochmal, ja. Wir schwenken hier einmal rum. Okay, ja. Ein Zacken verbogen. Machst du wieder auf die Frontkamera? Ja. Wenn wir noch einmal schwingen, dann drehen sich alle Zacken auf. Und das ist ein Souvenir für dich. It's Magic, Baby. Ich würde nicht mehr damit essen. Das wird ein bisschen, könnte schmerzhaft werden. Ich zeige es hier einmal rein. Und es ist ja wirklich, also, ich meine, ihr seht, ich wende jetzt hier Kraft auf. Es ist jetzt nicht so, dass ich, und auch hier ist es jetzt, also,
Keine Chance, Leute. Keine Chance. Okay, aber wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin auch, also was ich dir nicht erzählt habe, ich bin auch Magier, würdest du mir jetzt verraten, und ich bin eine magische Jury eigentlich, und ich glaube nicht, dass das real ist. Wenn die Kamera aus ist vielleicht. Ja, aber also, ist das ist wahrscheinlich so ein, der klassische, die klassische Frage, oder? Wie machst du das? Gut. Okay. Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall.